Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Fernverkehrsinfrastrukturgesellschaft, da erst was zu unterzeichnen und dann nachher zu prüfen, ob denn das wirklich Autobahnprivatisierung heißt, das ist nun wirklich, ob das denn überhaupt dafür gedacht ist, ist ja wirklich nicht nachvollziehbar. Denn dass Frau Kraft hier eben dann nochmal die CDU angeschrien hat, die erst gesagt hat, alles wäre toll, Sie wären verantwortlich, das zeigt ja, dass dahinter nun doch steckt, das war ein großer Fehler. Und nun, was heißt denn diese Autobahngesellschaft des Bundes? Die ist doch nur zur Privatisierung überhaupt da, ansonsten braucht man die doch nicht. Und es gibt doch ein Gesamtkonzept mit der Pkw-Maut. Die Pkw-Maut, die ansonsten überhaupt keine Einnahmen bringt, macht doch nur überhaupt Sinn, wenn man nachher die Infrastruktur nutzt, um auch entsprechend abrechnen zu können. Das ist ein Gesamtkonzept, das ist, kommt der Infrastruktur nicht zugute, sondern, wie Herr Glocke eben schon mal sagte, den Finanzberg. Denn diese Bodewig-Kommission, die auch erwähnt wurde, hat er gesagt, Privatisierung, oder es kam als Fazit von Herrn Bodewig raus, die Privatisierung an sich ist völlig irrelevant, die Finanzierungsmittel, die man da erreichen kann, völlig irrelevant, um die Infrastruktur zu erhalten oder auszubauen. Das macht man mit anderen Mitteln. Die Fraktscher-Kommission wiederum hat gesagt, die Finanzmärkte, die brauchen das, denn die brauchen Anlagemöglichkeiten, um entsprechende Renditen mit wenig Risiko zu erhalten. Das ist der Grund an der ganzen Sache. Und da kann man, glaube ich, nicht sagen, ja, Infrastrukturgesellschaft, Fernverkehrsinfrastrukturgesellschaft des Bundes, das machen wir mal so und dann gucken wir nachher mal, was wir genau damit machen. Dann gucken wir nachher mal, ob überhaupt die Kompetenz innerhalb dieser Bundesgesellschaft entstehen kann. Denn wir wissen, alle Straßen in NRW hat das Problem, überhaupt entsprechende Ingenieure zu finden. Wie soll denn das die Bundesgesellschaft machen, wenn sie nicht unsere Ingenieure auch noch abzieht? Das geht natürlich zu weit, das darf nicht passieren. Und verkehrspolitisch, mal abgesehen von den Sachen mit der Privatisierung, ist natürlich auch völlig daneben, diese Autobahn einfach aus diesem Gesamtnetz, allein schon aus dem Straßengesamtnetz, wenn überhaupt nicht aus dem Gesamtnetz der aller Verkehrsmittel, herauszuziehen und in eine eigene Gesellschaft zu packen. Das geht doch völlig entgegengesetzt der Richtung, die wir jetzt eigentlich machen sollten, nämlich regional zu gucken, wie das Verkehrsnetz insgesamt aufgebaut ist und zu gucken, wie die Verkehrssysteme ineinander greifen. Jetzt wird sogar bei den Straßen in NRW ja besonders katastrophal, weil die Autobahnen auch für die Pendler wichtig sind, nicht nur für den Fernverkehr nach München oder nach Kiel. Da werden auch noch die Autobahnen aus dem Straßennetz rausgezogen. Also das ist verkehrspolitisch völlig ungeschickt. Und Herr Glocke hat auch recht, wenn er sagt, Bahn auf die Bahn verweist und sagt, gucken Sie mal, Best-Practice-Beispiele zeigen nicht gerade, dass ein Bundesunternehmen genau das tut, was man gerne verkehrspolitisch erreichen möchte. Also, alle vier Parteien, das muss man hier an dieser Stelle sagen, haben Straßenunternehmen personell geschwächt. Aber sie haben auch die Infrastruktur hier so an die Wand gefahren, dass wir jetzt das Problem haben, was wir haben, nämlich eine zerfallene Infrastruktur, wo wir nicht daran gedacht haben, dass wir sie noch instand halten müssen, nachdem wir erstmal die ganzen Jahrzehnte lang immer einfach nur gebaut haben. Und das wird jetzt mit dieser Autobahngesellschaft auch noch zementiert. Und wenn man jetzt sagt, auch von Richtung von Herrn Rasche, ja, es geht ja darum, möglichst schnell baureife Projekte in der Schublade zu haben, wenn irgendwo mal plötzlich Geld da ist. Dann kann man nur sagen, das kann man zwar nachvollziehen, wenn man an diese Geldtöpfe ran will, natürlich. Dann muss NRW dann auch was tun. Aber wirklich verkehrspolitisch sich da Bayern als Vorbild zu nehmen und sagen, wir müssen einfach nur irgendwas bauen, Hauptsache das Geld wird verbaut, ist das auch nicht das, was man tun sollte. Immer nur zu gucken, irgendwann taucht plötzlich Geld auf, weil man irgendwo politisch mal ein Zeichen setzen möchte und einen Kirchturm hinsetzen oder einen Leuchtturm hinsetzen möchte und dann muss ich irgendwas ganz schnell bauen, das führt doch nicht dazu, dass wir nachher eine gute Infrastruktur haben. Also das ist allerdings mit Wink auf die Bundespolitik ein ganz falscher Weg. Vielen Dank.